Überlebende geben. Die Tür kann man nur von innen verschließen. Okay, wir kriegen das hier auf. Komm, folge mir. Ja, und weiter geht's, Leute, mit Enslaved. Und wir sind hier wieder auf diesem blöden, großen, freien Marktplatz. Und ich habe da die größten Befürchtungen. Weiter geht's. Ja, können wir upgraden? Ja, wir graden ab. Ah, wir haben da gesammelt und gesammelt und wir werden da alles einmal durchschauen. Schildstärke. Welches Schild kann jetzt? Das kostet 50. Wir werden irgendwas Besseres brauchen, oder? Gesundheitsregeneration. Genau das ist es. Ja, das kostet halt. Egal. Das brauchen wir. Und dann noch. Na, die Feuerrate erhöhen. Munitionsaufstockung. Da hätten wir was. Die Stun-Dauer wäre auch interessant. Und Plasmaschaden. Mal 4. Ah, ah. Rechnerisch nicht lösbar, das Problem, gell? Standard Munitionsaufstockung. Ah, ich entscheide mich für den Plasmaschaden. Und dann haben wir natürlich nichts mehr zum Upgraden. Ah, die Feuerrate geht noch. Ja. Okay. Gut. Jetzt sind wir aber ziemlich im Arsch. Okay. Okay, Leute. Ja, ja, ja. Gut. Du lauf nicht so langsam jetzt auf einmal. Da vorne, sie steht da und das ist der Trigger. Jawohl. Gut, Schatz. Hey, hey, hey! Wo willst du hin? Pass auf, wenn wir die Windturbinen anschmeißen, wird eine Überspannung entstehen. Die Elektroschlösser im Leitungsraum werden überladen, fahren runter und müssen rebooten. Beim Hochfahren übersteuere ich sie. Ja, aber kann das klappen? Ja, komm mit. Also, der stellt die gleichen Fragen wie ich. Ich muss die Leistung auf etwa 1500 Kilowatt hochbringen. Hoffentlich haben die Generatoren bei dem Angriff nichts abgekriegt. Ja, ja, sie sind okay. Dann funktioniert es. Seht ihr seinen Blick? Er glaubt das wohl auch nicht so recht. Die große Windmühle. Oha. Da gehen wir hin. Die Tore stehen zum Schutz unter Strom. Wenn du sie anfasst, wirst du gegrillt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja. Wir könnten über die Brücke weiter unten. Leute, kommt das cool. Ja. Finde mal einen Weg, Tripitaka, ohne mich. Also, ohne Monkey. Haben wir da noch was übersehen? Nö, gell? Gut so. You monkey. Irgendwie mag er nicht immer. Ne? So, und jetzt Trippy. Wenn es gefährlich wird, hält sie sich immer ein wenig im Hintergrund. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der Steg ist wohl hochgezogen worden. Da drüben ist der Kontrollhebel. Wenn du drumherum kletterst, kommst du dran. Ja? Wenn du das sagst, Trippy? Ja, da suchen wir mal was zum Klettern. Normalerweise springt er da ja einfach rüber, oder? Da sind wir ja schon daheim. Und hoch? Jawohl. Aha. Hey Leute, wir brauchen nicht Assassin's Creed spielen, gell?
Der Junge ist so cool. Ja, jetzt ist wieder guter Radfeuer, gell? Da geht's ja nirgends weiter. Aha. Mach keinen Schmarrn. Nö, nö. So, jawohl. Gut gemacht. Jetzt leg den Hebel um und lass den Steg runter. Jawohl, Kneffrau. Ich krieg immer ein... Was soll ich sagen? Ja. Ich versteh's nicht. Warum machen die Sklavenhändler das, Monkey? Was bezweckt Pyramid? Du sprich keine mit mir. Keine Ahnung, aber im Augenblick sollten wir besser deinen Vater finden. Schatti schaut mir nicht einmal in die Augen. Klar. Okay, gehen wir. Ja, komm. Ja, Trippy, wo bist denn du? Komm, mein Schatz. Wirf mich zu dem Fenster hoch. Von da aus schaffe ich es nach oben. Sehr wohl, Kneffrau. Du musst irgendwie alleine hochkommen. War doch wirklich klar, oder? Aha. Gut so, Monkey, du kannst schon wieder alles alleine machen. Das kommt nicht gut. Wir sind da in den Schweizer Alpen, so wie es aussieht. Naja. Reiß dich zusammen, Trip. Wir schaffen das schon. Danke, Monkey. Schon wieder. Mist, mehr Max. Schon wieder wo? Ja, wenigstens kommen sie nicht durchs Tor. Sobald wir den Kurzschluss auslösen, kommen sie durch. Okay, überlass sie nur mir. Ja, ja, du hast leicht reden. Verstehst? Also, wir schauen uns da gleich einmal beeil um. Beeil dich! Ja. Beeil dich, tu dies, tu das. So. Wir werden hier wahrscheinlich kämpfen müssen mit den Jungs. Also... Wir haben Gesundheitspacks rechts vorne, von der Mühle, von den Windmühlen aus gesehen. Und... Hey! Hey! Ja, sicher. Hey! Also, hier ein Medipack, da ein Medipack. Und... Da vorne, also zweimal links und einmal rechts. Und da vorne auch noch eins. Und Mumm. Jawohl. Wir müssen die Segel öffnen und sie in Gang kriegen. Schnell. Ich werde dir mit der Libelle zeigen, was wir tun müssen. Ja, dann zeige mal. Du solltest hinten hochklettern können. Du musst jedes Segel aufrollen, damit sie sich dreht.
los. Tja, los. Na gut. Tripitaka. Wow. Wow, Leute. Ja, genau. Weiter geht's. Ja. Bevor wir sterben, gell? Schauen wir uns noch ein wenig um. Ich bleib hier und steuer die Bremsen. Ist okay, Trippy. Was ist denn das? Ah, Ampulle. Sind wir auch vollgeladen? Also die Ampullen können wir, glaube ich, nur gebrauchen, wenn wir auf extra hart spielen. Weil wir haben die bis jetzt noch nicht eingesetzt. Aber wir werden es probieren. So. Wir haben mal alles abgesucht und starten hier den ersten Versuch. Aber wir haben plötzlich nicht alles abgesucht. Da kommt er nicht drüber, der Heinzi. Na komm runter. Da hinten ist noch was. Entschuldigung, Leute. Aber so viel Zeit muss sein. So, wir könnten da gleich nochmal upgraden, gell? Wir gehen nochmal rauf zu Trippy. Die holen wir uns auch noch. So, und jetzt traden wir nochmal. Wir schauen hier kurz zu. Jupiter kommt ja auch gut. Gut. Upgrade. Wir haben gesagt, wir brauchen da für unseren Stab noch was. Die Munitionsaufstockung, genau, das wäre es gewesen. Oder die Stun-Dauer. Ah, das geht sich wieder nicht aus. Entschuldigung. Dann, okay. Das war's. Okay, Leute. Bevor wir hier darauf steigen, machen wir einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder beim nächsten Video, wenn es da heißt, wir werden die Mühlen einfach wieder zum Gang bringen. Alles klar? Euer Toso. Ciao dabei.